Samstagmorgen im Stadion Platz 12. In der U17 Junioren Bundesliga treffen am 8. Spieltag Werder Bremens Nachwuchskicker auf den Tabellenvorletzten VfL Osnabrück. Der Gastgeber in Grün-Weiß also in der absoluten Favoritenrolle. Zumal Viktor Skripniks Talente zuletzt 3 ganz sichere Siege für sich verbuchen konnten. Liebe Sportfreunde, 8. Spieltag der U17 Junioren Bundesliga Staffel Nord-Nord-Nord. Wir begrüßen unseren heutigen Gast. Wir begrüßen die U17, den VfL Osnabrück. Und wir begrüßen unsere Mannschaft, die U17, den FV Werder Bremen. Aber wie das so ist, gerade in diesem Alter zwischen 15 und 17 Jahren, man fühlt sich als Tabellendritter mit kurzer Distanz auf den Tabellenführer Wolfsburg zu sicher. Obwohl die ersten Torchancen liegen bei Werder. Hier wird Gerrit Holtmann auf die Reise geschickt. Marcel Hülsner mit schöner Hereingabe. Max Schulwitz war ganz nah dran. Das Spiel an sich reißen allerdings die Gäste. Clever ziehen die Osnabrücker ihr Spiel über die rechte Seite auf. Flanke auf den freistehenden Dino Bayric. Aus 6 Metern köpft er ungehindert in die Maschen. Keeper Jeroen Gies ist fast noch mit den Fingerspitzen dran. 0:1 nach schnellen 10 Minuten. Ich 20 Minuten später diese Szene. Togay Gündokan schießt Gerrit Holtmann an den Oberarm im 16er. Der Linienrichter hebt die Fahne. Schiri Vitali Schäfer aus Brilon mit konsequenter Regelauslegung. Den Elfmeter, Sie sehen es, verwandelt der Armanschießer Gündokan selbst zum umjubelten 2:0 aus Gästesicht. Liebe Sportfreunde, 30. Minute, 2:0 für den VfL Osnabrück. Will Werder das Spiel noch an sich reißen? Dann wird es Zeit. Marcel Hülsner nach Foulspiel mit diesem stark geschossenen Freistoß. Nils Radke pariert. Die Glanzlichter der ersten Halbzeit waren spärlich gesät. 0:2 der Stand zur Pause. Prominente Talentsichter Neubart Hermann Odennewitz reflektieren den ersten Part. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Werden die grün-weißen Talente die sicherlich kritischen Worte ihres Trainers Viktor Skripnik beherzigen? Gerrit Holtmann versucht es, aus spitzem Winkel geht die Kugel nur ins Außennetz. In der 68. Minute macht es der 16-jährige Ex-Bremerhavener besser mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2. Zur Sicherheit hätte auch noch Maximilian Schulwitz den Fuß richtig hingehalten. Und die Jungs wollen nachlegen. Der eingewechselte Otis Breustedt flankt. Karin Rahors Kopfball zu ungefährlich. Wieder Breustedt. Raho auf Gerrit Holtmann. Holtmann setzt den Ball neben das Tor. Und in der allerletzten 80. Spielminute macht Osnabrück den Sieg wasserdicht. Freistoß Marcel Raschmeier und wieder ist Erhan Gündokan zur Stelle. Mit 3:1 unterliegt Werder Bremen überraschend dem VfL Osnabrück. Es war nicht einfach, aber wir haben noch einige Stimmen für Sie zum Spiel. Wir sind von Anfang an nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben als wir den Anschlusstreffer gemacht haben, waren wir nicht mehr wieder dran. Wir haben die Gegner immer im Zweikampf gewinnen lassen und das war einfach schwach von uns, das ganze Spiel über.
Ja, also wir haben das nicht abgerufen, was wir letzten Spiele uns stark gemacht hat, und zwar, dass wir wirklich da sind und zwei Kämpfe gewinnen, das Spiel schnell machen und durch die Mitte spielen. Das haben wir heute gar nicht gemacht. Uns hat der letzte Zacken gefehlt, das hat gesehen, Osnabrück hatte das, die mehr Bissigkeit, und das war das letztlich das Entscheidende, was uns hier die Punkte gekostet hat. Das ist natürlich schade, und jetzt, wenn, gerade weil wir Tabellenführer werden konnten, Wolfsburg hält das Spiel gegeneinander, und wir gucken jetzt vielleicht dumm aus der Röhre, indem wir Tabellenführer sein könnten und vielleicht weiter tiefer rutschen. Richtig, genau, das wollten wir einfach auch. Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir Werder Bremen in dem Aufbauspiel stören. Von Anfang an, das haben sie wenigstens auch mal endlich mal angenommen, unsere Mannschaft. Auch was wir eigentlich da immer trainieren, situative Angstpressing, das haben sie heute genauso, wie wir es eigentlich wollten, umgesetzt. Und hat man gesehen, ich hoffe, die Jungs merken einfach, was man damit bezwecken kann auch, und dass man auch jeden dann schlagen kann. 3:1, also der Endstand für den VfL Osnabrück. Die Westfalen fahren damit auf den 12. Tabellenplatz. Werder Bremens U17 rutscht um eine Position auf den 4. Rang mit 4 Punkten Abstand zur Tabellenspitze. Soweit von Platz 12. Bis die Tage.